Boah, war das ein Terror am Morgen. Hier so Baumschneidearbeiten. Genau hier vor dem Haus. Sozusagen. So, größtenteils bewölkt. Ich geh erstmal Kaffee. Gucken, was ich heute mache. Dienstag. Ja, 10:30. 11. Die eine Helikopterfirma da, die hat auch keine offenen Stellen, gerade auf den Fidschi-Inseln. Aber das weiß ich, weil der Chief Pilot sich auch gemeldet hatte, behält meine Bewerbung auch in seinen Unterlagen, wird sich melden, wenn sich das ändert. So, im Wege dessen habe ich herausgefunden, die FAA-License hier aus den USA, die ist da gar nicht gültig. Man braucht eine Fiji-License. So, jetzt versuche ich gerade rauszukommen. Die ist mit einem Test und alles. Super krass, Mann. Man muss da halt einen Flugtest machen, Knowledge-Test, dann hast du nicht gesehen. Und jetzt versuche ich mal. Na, auf jeden Fall habe ich den Namen von dem. John Slater und so weiter. Herauszufinden, wie teuer das ist, wie schnell das geht. Und so weiter. Boah. Also so einfach jetzt außerhalb von den USA zu arbeiten, ist es nicht. Die wird zwar hier und da anerkannt, aber nicht auf den Fidschi-Inseln. Da gibt es die Civil Aviation Authority of Fiji. Und da muss man durch. Da muss ich mal gucken. Ich meine, wenn es jetzt eh keine Jobs gibt, ne, dann muss ich mal sehen. Es nervt mich. Ach ja, der Chief Pilot. Da habe ich die E-Mail jetzt gerade mal zu Ende gelesen. Der meinte, also ich habe ihm gesagt, ja, vielleicht komme ich ja vorbei. Und er meinte, if you're ever in Fiji, pop in and say hi. I would be more than happy to show you around and possibly get you on a flight. Das wäre ja nice. Wenn der mir da zumindest das Unternehmen zeigt und mich sogar da mal mitfliegen lässt. Für lau. Das finde ich auf jeden Fall nett. Nichtsdestotrotz. Ja, vielleicht sollte ich da einfach hin. Mir das mal angucken. Flugschule da mal gucken. Aber da mache ich im Vorfeld noch mal mehr, ziehe ich mir noch mal mehr Informationen rein. Der kennt ja wahrscheinlich auch Leute da. Aber finde ich ja nett für die Antwort. Aber so einfach wird es nicht. Hier gibt es ein Dokument, ja. Das ist 394 Seiten lang und beschreibt die Voraussetzungen, um halt diese Lizenz zu bekommen. Und hier steht, Foreign Licensed Professional Helicopter Pilots, ja. Und das finde ich ziemlich interessant. Persons who hold a CPLH, also Commercial Piloten Lizenz Helikopter, issued by ICAO Contracting State, was die USA ist. ICAO ist diese internationale Organisation. Will normally be issued a concession from having to take the technical examinations for the issue of the Fiji Professional Helicopter License other than the CPL Air Law. Also man muss die ganzen Examen nicht machen, außer Luftrecht. The holder of a foreign PJSA will be required to show that in gaining the license, he has examined for the same standards, bla bla bla, ja, ja. Das gilt für Helikopterpiloten, für Airline-Piloten gilt das nicht. The holders of a CPLA issued, bla bla bla, will normally be required to pass all the theoretical examinations. Finde ich interessant. Helikopter-Flight-Test. Unless qualifying for a concession as detailed, bla bla bla. CPLH will be required to pass a helicopter flight test. Okay. Conducted by approved examiner. The test will be conducted to a specific detailed and approved commercial, bla bla bla. Ja, okay, das wundert mich nicht. Aber das ist ja
Das ist wahrscheinlich das Teuerste an allem. Und nicht die Gebühren und bla bla, aber wer weiß. Flight test may be conducted in either single engine or multi-engine helicopters. For detail concerning bla bla bla, chapter 10. Ja, interessant. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen und dann mache ich das einfach, wenn das jetzt nicht zu teuer ist und überhaupt. Denn auch der meinte, das ändert sich immer wieder, ne? Dass die da Piloten brauchen. Und wenn die dann einen brauchen, dann bin ich wenigstens ready. Und ich habe ja Zeit. Ich habe noch ein bisschen weitergelesen. Das ist ja wirklich Ewigkeit. Das ist nur ein Conversion-Test, den ich da machen muss und nicht einen kompletten Helikopter-Test, Flugtest, der wahrscheinlich wesentlich kürzer ist. Was auch interessant ist, das wird direkt in NADI gemacht. Was habe ich denn, wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, der ist nur 6 Monate gültig. Hier ist die Lizenz unbegrenzt gültig. Man muss halt nur das Medical einmal im Jahr erneuern. Und solange das Medical gut ist, ja, ist die Commercial License auch gültig. Deswegen kann man auch hier, bis man 100 ist, mehr oder weniger, noch als Helikopterpilot arbeiten. Und nicht wie die Airliner, wo mit 65 Schicht im Schacht ist. Und die muss erneut werden, alle 6 Monate, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja ziemlich oft. Naja, auf jeden Fall braucht man auch ein Medical von den Fidschis. Die akzeptieren das hier nicht. Da wird man ein bisschen mehr geprüft als hier in den USA. So, ich würde jetzt mal zum Meer fahren. Der Sonnenuntergang. 39% möglich, dass der gut wird. Weiß ich jetzt hier noch nicht. Es ist ziemlich bedeckt. Es könnte natürlich alles einfärben. Das Problem ist, ziemlicher Stau. Ich hoffe, das löst sich jetzt noch auf. Wir haben noch, wir haben 5:45, aber hier 2/3 der Strecke, mehr oder weniger, rot. Da geht gerade gar nichts. So, Sonnenuntergang ist um 6:20, wir haben 5:45. Ich hoffe, der löst sich in den nächsten 20 Minuten auf, dann kann ich nämlich noch los. Worauf ich Bock hätte. Ich habe nämlich den ganzen Tag hier rumgehangen. Ich weiß nicht, super untätig. Aber das, von dem ich vorhatte, hier Fotos machen, Sachen anfangen zu verkaufen, umzuräumen, habe ich hier noch nichts gemacht. Naja. So, ich bin mal wieder ready to go. Der Sonntaggang könnte was werden, aber es ist immer noch Stau. So, es sind noch ein paar Sachen angekommen. Unter anderem hier diese Hydrogen-Bottle. Da muss ich mal ausprobieren. Energy Boost, Anti-Aging, Control Weight, Improves Memory and Increase Athletic. Also, das weiß ich natürlich nicht. Aber es wäre natürlich gut. Ja, der Stau hat nicht wirklich nachgelassen. Jetzt fahre ich natürlich auch schon viel zu spät los. Schon so gut wie dunkel irgendwie. Also zumindest mit Sonnenbrille. Ich fahre jetzt trotzdem nochmal los. Und ich wenigstens einmal aus dem Haus gekommen bin in den letzten 2 Tagen oder 3 sogar. Weiß ich jetzt nicht. Ja, und es sieht halt so aus, als könnte der Sonnenuntergang was werden. Das ist die höchste Prozentzahl, die ich, also auf der App, der ich nicht traue, die ich hatte. Und morgen soll es wieder nicht so gut werden. So, auf geht's. Wir haben 7:15. Ja, genau das habe ich natürlich befürchtet. Der Stau ist natürlich noch ziemlich arg. Aber ich bin trotzdem 7 Uhr da noch. Das heißt, ich könnte eventuell nochmal so eine Zeitrafferaufnahme machen. Das ist natürlich die Frage, ob ich einen Parkplatz bekomme. Beziehungsweise, was da los ist am Meer. Wenn das immer so nach gutem Sonnenuntergang aussieht, das sieht das nicht wirklich nach einem super Sonnenuntergang aus. Aber dann gehen die Leute, die wohnen auch hier zum Meer, und checken den. So wie ich.
Ah, hier sieht man gerade mal wieder. Wir haben ja diesen riesigen Käfer, der hier die ganzen Palmbäume vernichtet. Und hier sieht man, wie es aussieht. Der hat überhaupt keine Blätter mehr. Die sehen auch ziemlich kaputt aus. Die waren ja wirklich super schön hier, diese Palmen. Da ist bald nichts mehr von zu sehen, nur noch die Stämme. Und dann werden die wahrscheinlich abgekattet. Ich bin wieder zu Hause um kurz vor 8. Der Vacuum Cleaner. Das einzige Seltsame ist, dass sie den nicht extra verpackt haben, sondern einfach so in der Kiste. Aber obwohl die Kiste ein bisschen ramponiert ist, scheint es alles so gut verpackt zu sein, dass es keinen Unterschied macht. Und ja, muss ich mal ausprobieren, ob das Ding funktioniert. Dann kann ich mich auch an die Leute hier richten oder wenden, wenn ich irgendwelche Probleme damit habe. Man muss da nicht, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Laut der Beschreibung zumindest. So, mal gucken, was ich heute essen. Der Karton ist auch irgendwie komisch schmierig. Naja. Was ich heute esse, ich habe hier eine Gefriertruhe noch. Ein bisschen was, aber so viel auch nicht. Ich habe die beiden kleinen Pizzen. Die sind am unaufwendigsten. Ruckizucki. Kurz nach 11. So, ich glaube, mit einer Stunde mit dem Chris telefoniert, der ja noch in Deutschland ist und erst Ende August wieder kommt. Also, da sind ja noch knapp 2 Monate. Er hat gefragt, ob ich noch da wäre, wenn er käme. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Klamotten von dir machen soll, wenn dem nicht so wäre. Aber in 2 Monaten hier alles zusammenzupacken und irgendwo hinzugehen, das schaffe ich eh nicht. Da muss ich wirklich langsam mal mit anfangen. Aber es ist immer ein witziges Gespräch mit dem. Und dem habe ich natürlich auch nochmal alles erzählen müssen, obwohl er natürlich das meiste schon wusste. Das habe ich dem schon schriftlich mehr oder weniger mitgeteilt. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen Poker, schneiden die Videos zusammen. Und gehe irgendwann ins Bett. Ich hoffe mal früher. Aber ich befürchte nicht. Und so müde mich nicht. Boah, meine Nase zieht sich schon wieder zu. Eis habe ich gegessen und 2 kleine Pizzen wie geplant. Eigentlich wollte ich morgen ja nach Hanama Bay fahren. Aber das mache ich dann wahrscheinlich eher übermorgen. Aber mal sehen. Bis 1 Uhr kommt man rein. in diese Bucht. Und von da könnte ich dann später noch hin. Kommen auch häufig Schnorchelbedingungen an. Aber in dieser Bay ist es normalerweise immer richtig, richtig gut, denn da schlagen die Wellen ja nicht so richtig rein. Außer wir haben jetzt krassen Südwind, was wir nicht haben. Und da ist die Wassersicht oder die Visibility da eigentlich immer recht gut. Na, schauen wir einfach mal. Vielleicht gehe ich auch morgen hier an die Westseite einfach mal angeln. Hiken. Kann ich ja trotzdem noch einmal in der Woche machen. Das schadet nicht.